Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Nationalmannschaftstestspiel. Schottland gegen Tschechien. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Forrest. Er zieht ab. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja, klasse Pass. Sieht vielversprechend aus. Ryan Fraser. Gute Aktion jetzt. Schöne Aktion. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Sie üben schon früh Druck aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Er scheint Schmerzen zu haben. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Oh ja, er muss raus. Da geht nichts mehr. Ja, Wolf, Verletzung offensichtlich zu schwer. Ein neuer Mann kommt. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Harter Zweikampf, er bleibt liegen. Ballverlust. Scott McTominay. Jetzt die Gelegenheit. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Darida. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja, mit viel Übersicht. Toller Pass. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Callum McGregor.
Ryan Fraser. Da verlieren sie den Ball. Ball fliegt hoch ein. Nee, 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 keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Ballverlust. Super dazwischen gegangen. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ball ist wieder weg. Oh, viel Platz jetzt. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt den Ball reinbringen. Knappe Führung zur Pause. Da ist definitiv noch was drin. Heck. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Darida. Patrick Schick. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Gefährlich! Hereingabe in die Mitte. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schussversuch. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Alex Krall. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Den Ball holt er, gut verteidigt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Hat schon gelb. War es das jetzt für ihn? Er hat schon gelb und jetzt noch so eine Aktion. Das war es also für ihn. Kaum verständlich. Da muss er sich mehr zurückhalten. Da schwächt er seine Mannschaft. Und das wird schwierig jetzt ohne ihn.
Sauberes Tackling von ihm. Jetzt ist Platz für den Konter. Es gibt Einwurf. Callum McGregor. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne, mit dem Wechsel will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ryan Fraser. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Muss er runter? Läuft. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Er gibt Gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Ball ist jetzt wieder weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Darida. Ja, da ist Platz jetzt. Keine gute Aktion. Deswegen hier der Pfiff. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Freistoß wird ausgeführt. Erstmal geklärt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das ist natürlich ein guter Pass. Er ist frei. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Fraser führt aus. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gefährlich. Sie verwandeln diesen Elfer. Elfmeter mag ja nicht jeder Spieler, aber er genießt das. Dieses Duell, 1 gegen 1, dieses Nervenspiel. Und das hat er wieder gut gemacht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Darida. Guter Pass. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Robertson, Ryan Fraser. Klasse Pass. Er kann es machen. Gehalten. Die Überzahl hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Überhaupt keine Frage, das haben sie gut genutzt. Jetzt treffen sie hier nochmal. Kurz vor dem Ende und klar, das Spiel ist längst gelaufen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Super dazwischen gegangen.
Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Er hat schon gelb und jetzt noch so eine Aktion. Das war's also für ihn. Kaum ver. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will hier scheinbar nicht zu viel Einfluss auf. Ja, da ist Platz jetzt. Sie verwandeln diesen Elfer. Klasse Pass. Gehalten. Die Überzahl hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Überhaupt keine Frage, das haben sie gut genutzt.